zusammen. Das heißt, wir überlegen jeden Montag gemeinsam mit anderen Berufsgruppen, was könnte dem Patienten ganz konkret jetzt auch helfen, wie können wir ihm in der Situation der Erkrankung weiterhelfen. Als ich dann auf der Palliativstation angefangen habe, habe ich gedacht, dass es ja wirklich Patienten brauchen, dieses Medium, um sich auszudrücken. Dazu male ich mit den Patienten, manchmal im Bett liegend, manchmal sitzend, wenn möglich, und manchmal auch einfach in Eigenaktivität, und der Patient darf ausruhen, entspannen, ein Bild entstehen sehen. Sie ganz herzlich hier auf der Palliativstation unseres Krankenhauses St. Marien-Wörth. Heute Morgen, ich bin Bruder Matthias von der Krankenhausseelsorge, heute Morgen wollen wir Ihnen die begleitenden Dienste auf der Palliativstation vorstellen. Es gibt verschiedene Personen, die sich hier mit einbringen: die Kunsttherapie, die Musiktherapie, Sozialarbeit, die Physiotherapie, Logo- und Ergotherapie, die Psychoonkologen und auch weitere begleitende Dienste, Ernährungstherapie und ambulantes Hospiz. Uns allen ist es wichtig, dass wir den Patienten in einer guten Form begleiten und einfach schauen, wie können wir eine Zufriedenheit, ein Wohlbefinden bei ihm erreichen. Gemeinsam im Team, zusammen mit den Ärzten und dem pflegerischen Personal überlegen wir und stimmen uns ab, wie wir Patienten begleiten und ihn aufsuchen können. Ich glaube, die soziale Arbeit als begleitender Dienst auf speziell einer Palliativstation ist sehr wichtig. Ich sehe mich so als Bindeglied zwischen Krankenhaus und der Realität. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, neben dem Sozialdienst bin ich hier auch als Musiktherapeutin tätig, wenn Bedarf ist, wenn Kollegen, Kolleginnen denken, dass Musik einfach ein wunderbares Medium wäre, um den Patienten wie auch immer zu berühren, bin ich eingeschaltet auch und komme dann mit verschiedenen Instrumenten, mit Musik, wir singen, was auch immer der Patient möchte, dass wir gemeinsam entspannen, dass wir gemeinsam erleben, aber vielleicht auch durch die Musik ein Stück Zugang zu tiefen Dingen findet, die so durch die Sprache nicht zum Ausdruck gebracht wird, wo ja wirklich die Seele oder die Seele angesprochen wird und Musik wirklich nonverbal ganz bestimmte Dinge herauskitzeln kann und dann auch vielleicht von Moll nach Dur, von Piano nach Forte, wie auch immer, eine Veränderung stattfinden kann. Was mir da auch immer ganz wichtig ist, gerade wenn ich von der nonverbalen Therapie, der künstlerischen Therapie spreche, ist natürlich dann auch wieder meine sehr geschätzte Kollegin, die Frau Schäfer, mit im Boot, an die ich jetzt einfach das Wort weitergeben möchte, dass sie von ihrer sehr wertvollen Arbeit berichten kann. Dann danke ich dir sehr und möchte deinen Faden weiter aufnehmen und bei dem inneren Sein und dem Zusammensein mit den Patienten die Kunsttherapie dazu bringen. Auf der Ebene, wo die Musiktherapie wirkt und ansetzt, ist die Kunsttherapie auch angesiedelt. In meinem Fall sind es die Farben, die den Patienten eine Zuwendung geben, die Farbe in ihrer spezifischen Energie,
Patienten begleitet, auffangen möchte und in manchen schwierigen Phasen auch stützen möchte. Dazu male ich mit den Patienten, manchmal im Bett liegend, manchmal sitzend, wenn möglich, und manchmal auch einfach in Eigenaktivität, und der Patient darf ausruhen, entspannen, ein Bild entstehen sehen, das er dann mitnehmen kann und das er auch beeinflussen kann, wenn er dazu was einbringen möchte. So erlebe ich unsere Arbeit auf der stillen Ebene, die mit dem Rahmen bildet für unser Tun, und aber auch in Dankbarkeit mit den anderen Diensten, die uns da zu ihm führen und den Kontakt mit den Patienten ermöglichen und das mit begleiten und tragen. Ja, kurz zu meiner Qualifikation. Das ist als Musikerin auf einer Palliativstation Musiktherapie anzubieten. Also ich bin von meiner Grundstruktur her bin ich Diplompädagogin, habe aber auch Querflöte studiert, Musik studiert auf Musikpädagogik, habe aber so aus meiner ganzen Biografie war mir schon immer wichtiger der Ausdruck der Musik, was empfinde ich bei Musik, mich ausgedrückt, Improvisation, und kam dadurch, als ich dann auf der Palliativstation angefangen habe, habe ich gedacht, dass es ja wirklich Patienten brauchen, dieses Medium, um sich auszudrücken, und habe dann mich als Musik- und Klangtherapeutin weiterbilden lassen und kann so wirklich alle die Sozialarbeit, die Pädagogik, aber auch die Musiktherapie sehr gut anwenden. Und was dann auch immer ganz schön ist, wir können natürlich auch in Zusammenarbeit mit Bruder Matthias kleine Konzerte anbieten, wenn ihr wollt, und beziehungsweise auch mit der Kunsttherapie können wir dann auch wunderbar zukünftige Projekte planen, weil es einfach passt. Ja, um das nochmal mit der Kunsttherapie zu erklären und meinen Zugang dazu zu erklären. Ich habe Kunsttherapie studiert an einer Fachhochschule mit Diplom, und Malen war ein immerwährendes Begleitfeld, in dem ich mich selber finden konnte und ausdrucken konnte, und habe das selber als Bereicherung heilsam auch erlebt und konnte das dann auch an andere weitergeben. Und mein Einstieg in die kunsttherapeutische Arbeit in der Klinik ist über die Psychosomatik, die Patienten in Krisensituationen, seelischen Krisensituationen auch stützt. Und das Engagement der Palliativstation kam zu mir, und die Pflegenden fragten an, ob diese Therapie auch hier ausprobiert werden kann. Und so hat sich vor 5, 6 Jahren die Arbeit hier entwickelt. Und durch viel Zuspruch und Begleitung und Hilfe der Station konnte sie ausgebaut werden und stabilisiert werden. Jetzt habe ich das Vergnügen, meinen Kollegen, den Bruder Matthias, vorzustellen. Bruder Matthias und ich, wir haben eine lange Vergangenheit. Angefangen mit der Musik, beziehungsweise dann haben wir uns auch über die soziale Arbeit kennengelernt, und dann ist er von meiner Seite leider, aber ich denke, neue Herausforderungen nachgegangen und hat sich jetzt auf die Seelsorge spezialisiert. Und Bruder Matthias, ein bisschen von dir erzählen. Den Faden greife ich gerne auf, weil wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge bei einem Sozialdienst des Krankenhauses etwa 10, 15 Jahren. Bin jetzt seit 5 Jahren in der Krankenhausseelsorge, studiere berufsbegleitend Theologie mit dem Ziel der Weihe zum Diakon jetzt im November.
ganzheitliche Blick, den wir versuchen, in den Fokus zu nehmen. Es geht um den Menschen mit ganz unterschiedlichen Bereichen des Seins. So natürlich auch der spirituelle Aspekt des Menschen, den wir vor allen Dingen im Bereich der Seelsorge, nicht nur dort, aber vor allen Dingen dort mit aufgreifen und begleiten. Wie es eben schon mal deutlich wurde, wir arbeiten in einem Team zusammen. Das heißt, wir überlegen jeden Montag gemeinsam mit anderen Berufsgruppen, was könnte dem Patienten ganz konkret jetzt auch helfen, wie können wir ihm in der Situation der Erkrankung weiterhelfen. Und jeder von uns bringt sich dann mit ein, durch Gespräche, aber auch jetzt konkret, natürlich auch durch ein Gebet, durch eine Segnungshandlung, auch die Begleitung im Sterben des Patienten, genauso auch der Angehörigen. Ja, also eine sehr vielschichtige Aufgabe. Und oft ist es vielleicht auch so mein Part in der Seelsorge, einmal bin ich konfessionsoffen unterwegs. Das heißt, jeder Mensch ist zuerst wichtig, weil der Mensch ist in seiner Bedürftigkeit, in seinen Fragen, in seiner Krankheit. Und dort, wo es gewünscht wird, bringe ich mich natürlich auch im spirituellen, religiösen Bereich mit ein, auch im Gebet. Wichtig vor allen Dingen, dass der Patient einen Raum bekommt, wo er mit seinen Fragen hin kann, wo seine Ängste angesprochen und ausgesprochen werden können, aber auch wo gemeinsam nach Hoffnungen geschaut wird, nach Perspektiven, die auch tragen, auch Verbindungen herzustellen zu Familien, zu anderen Diensten. Immer, wie gesagt, das Wohlbefinden des Patienten als, ja, als Sinn und Zweck auch von unserem Tun. Ja, unser Dienst der Krankenhausseelsorge gliedert sich so, dass wir einen Rufdienst anbieten, von morgens 8 bis abends 8, wo immer ein Kollege erreichbar ist, für Fragen, ob es für Angehörige ist oder für Patienten, die ein Gespräch wünschen. Patienten können sich direkt melden über die Vorsorge oder direkt an uns selber oder über die Station, können Termine vereinbaren oder auch per E-Mail, wie es eben gerade gewünscht ist. Wird es meist unseres Tuns passiert schon auf Station, in konkreten Gesprächen, in der Begleitung mit den Patienten selber, mit deren Angehörigen und Zugehörigen, aber auch natürlich mit der Berufsgruppe unserer Mitarbeiter, die wir begleiten, auch in ethischen Fragen, wo wir immer manchmal auch unsere Finger in die Wunden legen und auch kritisch das eine oder andere im Blick haben und auch mit ansprechen. Ich denke, auch das ist ein wichtiger Bereich innerhalb eines Krankenhauses, dass Medizin, die sehr wichtig ist und eine Komplexität, die am Krankenhaus mit an den Tag liegt, aber dass auch gleichzeitig immer wieder geschaut werden muss, was ist denn auch das typisch ja, spirituell, religiöse, auch ethische, wo bewegen wir uns dort und oft sind es ja auch Grenzfälle, die wir konkret immer wieder angehen müssen, auch in der Begleitung von Patienten, sodass wir uns da untereinander in den Fachgruppen auch abstimmen und nach Möglichkeiten Therapieziele auch formulieren. Thank you.
zur Traumreise, zum Entspannen, zum in den Klang einfach einlassen, sich ummanteln lassen von dem Klang. Auch gehört wird das sogenannte Daumenklavier oder Kalimba. Fröhlich gespielt werden kann. Das ist, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es war irgendwas mit Teufel. Das ist ein Friedensakt. Ich habe dich jetzt als Gegenstück getraut, Matthias, wirklich um Verzweiflung her. Wird gesagt, dass die direkt